Guten Abend. Ich habe immer gedacht, ich mache ein Video auf Deutsch. Und ich habe letztens darüber nachgedacht, warum war für mich Hinduismus und Buddhismus und diese okkulten Religionen so logisch. Aber das Christentum absolut der letzte Ort, an dem ich gesucht hätte oder habe. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, wo der Apostel Paul darüber spricht und die Stelle geht ungefähr so, dass er sagt, die Simplizität des Christentums ist es, die so viele Menschen davon abhält, Antworten zu suchen, im Christentum oder überhaupt in Erwägung zu ziehen, das Christentum auszuprobieren, sagen wir so. Also, ich bin zuerst durchgegangen, also zuerst durchgegangen durch Hinduismus, Buddhismus, das Judentum war für mich hochinteressant und ist es auch immer noch, weil es ist eine sehr interessante Religion. Und im Endeffekt ist es alles darum gegangen, dass also die ganze Motivation dahinter war, dass ich muss irgendwas finden und zwar am besten vorgestern. Weil meine Situation schon so grauenhaft war, dass ich auch nicht wirklich großartige Hoffnung mehr gehabt habe, weil und ja, also immer, also im Endeffekt mit wie ich ungefähr 23 Jahre alt war, habe ich meinen Fernseher ausgesteckt. Oder besser gesagt, die Satellitenbox ausgesteckt. Weil das ist das Erste gewesen, was mir eingefallen ist. Keine Zeit mehr verschwenden. Weil ich habe nicht mehr viel Zeit. Und nur mehr quasi Dokus schauen. Und einer der Gründe, warum meine meisten Videos auf Englisch sein ist, weil es nicht viele Gurus auf der Welt gibt, die Deutsch sprechen können. Dementsprechend das meiste, was ich schätze mal weit mehr als 90% der Sachen, die ich versucht habe zu lernen, waren auf Englisch. Und ich habe ein bisschen Hebräisch gelernt, weil es einfach eine wunderschöne Sprache ist. Und jetzt bin ich schon wieder in einem Dialekt. Also Österreich ist, glaube ich, das einzige
deutschsprachige Land mit 9 verschiedenen Deutschorten. Und ja, also dazu folgt mir eine interessante Geschichte ein. Also, ich mein, im Endeffekt ist er die erste Religion, mit der ich mich beschäftigt habe, war Hinduismus. Und der erste Guru, mit dem ich an dem ich massiv interessiert war, der mir quasi bewiesen hat, dass es eine Seele gibt, dass es gibt keinen Zweifel daran, dass das die Wahrheit ist, weil ich es selber habe sehen können mit meinen eigenen Augen. Und wenn du was mit deinen eigenen Augen siehst, dann kannst du schwer sagen, das ist nicht die Wahrheit. So, jedenfalls der erste Guru war, war meistens alles über YouTube. Und damals war YouTube auch noch eine komplett freie Plattform. Keine Werbung. Keine Zensur. Keine Dokus, die komischerweise verschwinden über Themen wie 9/11 und so weiter. Damals war YouTube eine komplett freie Plattform. Und jedenfalls, der erste Guru, was so viel ich mir erinnern kann, so viel heißt wie der, der die Dunkelheit wegnimmt. Also es heißt nicht unbedingt Lehrer. Guru heißt der, der die Dunkelheit wegnimmt. Oder der, der das Licht gibt oder irgend so, sowas auf die Art. So der erste Guru, mit dem ich massiv involviert war, war der Satguru, Shaggy Vasudev. Und das erste, was ich wirklich lernen habe müssen, war die Wissenschaft über die Seele. Und dass es nicht so ist, wie die Leute glauben im christlichen Europa, dass ja, es gibt eine Seele, weil irgendwer behauptet das. Oder in der Kirche reden sie dauernd über das oder sowas. Na, es gibt eine Seele, weil wenn du lang genug meditierst und lang genug leise wirst, dann siehst du es selber. Du musst nicht mein Wort dafür nehmen, dass es eine Seele gibt oder das Wort von sonst irgendjemandem. Du musst nur lang genug leise sein und du siehst es selber. Und im Hinduismus sagt man dazu Moksha, und es wird meistens übersetzt mit Erleuchtung. Und was passiert ist, dass wenn du lang genug leise wirst, werden deine Gedanken immer stiller und immer leiser. Und wenn du das jeden Tag machst, und ich glaube, bei mir hat es maximal 3 Monate dauert, dass ich es selber gesehen habe. Wenn du das lang genug machst, dann siehst du dein Ego von außen. Und je leiser deine Gedanken werden und je länger du das machst, desto größer ist der Abstand zwischen deinen Gedanken auf der Seite und das, was von außen drauf schaut, auf der Seite. Und der Abstand wird immer größer. Und du siehst dann mit der Zeit, dass quasi es gibt einen Unterschied zwischen dem da und dem, was drauf schauen kann.
Und wenn du den Server siehst, dann stellt sich die Frage, was ist das, was von außen drauf schauen kann. Und im Grunde genommen, so hat das alles angefangen. Und wie das passiert ist, da war ich maximal 25, ungefähr sowas. Und mit 23 habe ich zum Suchen angefangen und mit 25 habe ich den Guru gefunden und am Anfang habe ich wie so 23 war, am Anfang habe ich so hauptsächlich Dokus geschaut über Physik, ich hab voll viel geschaut, die Mysterien des Weltalls. mit Morgan Freeman. Und so hat es quasi angefangen, dass ich nur mehr Dokus geschaut habe und versucht habe, so viel zum Lernen wie möglich. Aber ich habe geglaubt, dass eigentlich grundsätzlich ich weiß schon alles. Und das war ein massiver Fehler. Weil das, was ich gelernt habe auf der Uni, auf der Schule und so weiter, das ist komplett irrelevant. Das ist komplett irrelevantes Wissen. Niemand wird dich jemals dazu auffordern, eine Kurvendiskussion zu machen. Es wird niemals ein magisches Sphinx vor dir stehen und sagen, halt, du darfst nur passieren, wenn du diese Kurvendiskussion mathematisch löst. X hoch 3 plus 2 x Quadrat minus x plus 14 ist 0. Beschreibe alle Scheitelpunkte oder irgend sowas. Es ist komplett irrelevantes Wissen, was du lernst in der Schule. Es ist eigentlich quasi Schikane, was die machen. Und ja. Wie bin ich jetzt auf das gekommen? Ja, das Schulsystem ist einfach. Ist Beschäftigungstherapie eigentlich grundsätzlich. Es hat keinen wahrhaften Wert und die Leute, die am meisten glauben, sie wissen alles und sie sind so hochgebildet, das sind die Leute, die am schlimmsten verblendet sind von ihrer eigenen Arroganz. Und das sind auch die Leute, die von Haus aus sagen, ich brauche nichts mehr lernen, ich habe, was weiß ich, einen Doktortitel oder was weiß ich, was ich. Oder ich war ein Einserschüler in der Schule, aber das stimmt nicht. Das ganze Leben ist nur Lernen. Und wenn ich das nicht zufällig gefunden hätte und ich bin mir sicher heute, das war eine göttliche Intervention, dann wäre mir das gleiche passiert wie einige meiner Freunde, die mittlerweile nicht mehr unter uns weilen. Und ich habe im Endeffekt quasi 12 Jahre lang nur gesucht, 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 gesucht. Und am Anfang war es hauptsächlich mir einzugestehen, dass ich überhaupt nichts weiß. Nur weil ich ein relativ guter Schüler war in der Schule, das heißt überhaupt nichts. Ja, das heißt nur, wie indoktriniert du warst oder bist. Und das echte Wissen wird
nicht mehr gelehrt, nicht in der Schule und höchstwahrscheinlich auch nicht mehr in der Kirche. Und und das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich als allererstes einmal Vollgas in Richtung Hinduismus gegangen bin, weil Hinduismus ist so eine extrem esoterische Religion, dass du lernst da Sachen, die du eigentlich wissen solltest, wenn du die Bibel lesen würdest, wie zum Beispiel: Der Tempel Gottes ist der Körper, nicht irgendein Gestein aus, irgendein Gebäude aus Steinen oder irgendeiner Kirche oder irgendein Tempel. Und das ist ein Zitat von Jesus Christus. Wisst ihr nicht, dass euer Körper der Tempel Gottes ist? Und im Hinduismus ist es relativ offen und esoterisch und jeder darf Fragen stellen und der Guru beantwortet es. Ist es so gesehen, es ist keine hierarchische Religion mit einer Hierarchie und mit einem Papst an der Spitze und ein paar Kardinäle drunter und darunter die Bischöfe und darunter die und so weiter. Ne? Also es ist keine hierarchische Religion, sondern eine absolut unhierarchische Religion und deswegen kann man auch so viel lernen im Hinduismus. Und auch im Buddhismus ist es ähnlich, weil Buddhismus ist quasi, hat sich quasi aus dem Hinduismus entwickelt. Und die nächste Religion, die für mich so interessant war, war das Judentum. Und im Judentum hast du 632 Gebote. Und nicht 10. Und das war auch was, mit dem ich mich sehr lang beschäftigt habe und das sehr interessant ist. Aber im Endeffekt ist die Rettung kommt von keiner Religion, es kommt von einer Person. Und das ist der Jesus Christus. Und das war für mich zu der damaligen Zeit genauso fantastisch, wie wenn jemand zu mir gesagt hätte, der Mohammed ist die Antwort auf alle meine Fragen. Also. Und ja, also ich habe über das nachdenken müssen. Der Apostel Paulus hat das gesagt, dass das, was die Leute abhält, das Evangelium zu erkennen, ist die Simplizität, weil wir immer glauben, die Wahrheit muss kompliziert sein. Die Wahrheit muss kompliziert sein. Und es ist sie aber eigentlich nicht. Und ja. So. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Arbeitswoche. Und danke fürs Zuhören.